So, also, wir schauen uns mal ein bisschen das neue Deal sieht's euch an. Ganz kurz. Und dann machen wir erstmal mit dem anderen Zeug weiter. Was hatte ich noch? So, als erstes müssen wir Station des Königs. Also wir machen uns gerade auf den Weg ins Kolosseum. Weil da ist ein bisschen was anders, ein bisschen was dazugekommen. Nämlich ist hier jetzt die rechte Wand zerstörbar. Und hier haben wir ein kleines neues Gebiet. Zack.
der Typ, ey. Gott. So, der hat einen einfachen Schlüssel für uns. Mehr nicht. Mehr gibt's hier in dem Gebiet, soweit ich weiß, auch nicht. Aber ja, einfache Schlüssel haben wir. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und gehen zum eigentlichen DLC-Gebiet. Was auch ein kleines bisschen versteckt ist. Aber wenn man weiß, wo es ist, ist eigentlich leicht zu finden. Und zwar müssen wir dazu in die Kanalisation. Und zwar geht man hier rein, dann hier und nee, Moment. Man geht. Ah ja. Geht hier links. Hier, nee, hier runter. Hier hoch. Ja, das sieht richtig aus. Genau. Na, und geht hier halt. Kämpft sich hier durch. Nein! Der kam ein bisschen zu schnell angeflogen. Ein Glück. Ein Glück, dass ich mich auf die Bank gesetzt habe.
So, jetzt sind wir in der Abfallgrube. Ein Kokon verkettet mit einem einfachen Schloss. Den machen wir mal auf. Ach, und mit dem neuen DLC gibt es ein neues Ende. Weiß noch nicht ganz, was man dafür machen muss für das neue Ende. Aber ich denke mal, das Ende werde ich versuchen zu holen. So, gesammelt göttliche Stimmgabel. Apparat, der eine Resonanz mit Wesen von großer Macht erzeugt. Suche die Götter von Heilands Nest. Stimme dich auf ihre Macht ein, steige durch ihre Stärke empor. Okay. So, wenn man Traumnagel bei dem Ding benutzen, dann kommen wir hier rein. Dann kommen wir hier rein. Ach ja, stimmt. Zwischensequenz und so weiter gibt's ein paar in dem DLC. Blasphemie, reinste Blasphemie. Du Kriecher, du Schmächtiger, du Kleinster aller Kleinen. Welch Recht maßest du dir an, hier einzudringen, im Heime der Götter gar selbst? Kehre dich fort, Winzling, weiche, weiche! Nicht nett. So, jetzt sind wir im DLC-Gebiet. In Gottheim. Eine Brücke. Stimme ein. Zeug, bla bla bla. So, und hier haben wir drei Türen, die je nachdem, welche Bosse man schon besiegt hat, aufgehen. Also hier zum Beispiel fehlt noch ein Boss. Dann geht die Tür auf. Fehlen noch ein paar. Ja. Geht die auf. Werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Hier oben ist eine kleine Bank. Bin mir nicht sicher, was da genau ist. Hier unten. Irgendwas. Nö. Jo, hier können wir rein. Hier ist es ziemlich nett. Halle der Götter. Wenn alle Bosse aufgelistet, die wir schon besiegt haben. Und ja, wir können hier alle Bosse, die wir bisher schon besiegt haben, nochmal herausfordern. Was von sie sehr, sehr vielen Leuten gewünscht war, eben, weil zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal gegen Grimm kämpfen möchte, musste man bisher halt jedes Mal das Spiel neu anfangen, oder halt, ja, neuen Spielstand machen oder halt Spiel neu anfangen, bis zu dem Punkt hinspielen, wo man eben gegen Grimm kämpfen kann, gegen Grimm kämpfen. Und wenn man den besiegt hat, musste man halt Zeug nochmal machen. So, wir probieren das mal kurz. Das habe ich noch nicht probiert. Aber ja.
Okay, jetzt haben wir gleich hier das eine Ding. Gucken, wir haben. Ah! Ah, ich verstehe. Gut. Cool. Nice. Okay. Ja, das können wir irgendwann mal probieren. Aber gut, ja. Also hier können wir gegen alle Bosse, die es in dem Spiel gibt, kämpfen. Und so weiter. Sehr, 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 sehr schön, dass die das reingehauen haben. Was da hier mit ist, keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Ja, so. Die Tür habe ich freigeschalten. Bindungen. Wenn man da hier oben sieht, da hier sind so vier kleinere Punkte und ein großer ovaler Punkt. Der große ovale Punkt ist allgemein, wenn man das Zeug hier gemacht hat, geschafft hat. Und die kleinen Dinger sind halt je nachdem, welche Bindung man aktiviert hat und so weiter. Ich werde es erstmal ohne irgendeine Bindung machen, weil das ist ein bisschen heftig. Und zwar im Endeffekt, was das hier ist, ist eine Art Boss Rush. Und mit den Bindungen können wir es uns ein bisschen schwieriger machen. Mit der Nagelbindung zum Beispiel haben wir während dem kompletten Boss Rush den Nagel vom Anfang vom Spiel, heißt ohne irgendwie Upgrades oder sowas. Panzer ist, dass wir nur 4 Leben haben. Oder 4 HP sozusagen. Talismane ist, dass die ausgerüsteten Talismane nicht aktiv sind. Heißt, man kämpft komplett ohne irgendwie Hilfe von irgendwelchen Talismanen. Und Seele ist, dass das Zeug, womit man sich heilt und halt Zauber macht und so weiter, auf maximal eine Benutzung aufgeladen werden kann. Und ja. Ist ein bisschen heftig. Daher werde ich es erstmal nicht so versuchen. Vielleicht irgendwann mal anständig versuchen oder so, keine Ahnung. Aber ja. Elendiger, dein eigen Untergang führest du herbei. Im geheiligten Kampfe stimmten wir uns auf dieses Königreiches mächtigste Geschöpfe ein. Im Durchschreiten dieses Tores forderest du die Götter dieses Königreichs gar selbst heraus. Test, Level 100, 117, ey. Glückwunsch. Empfindest du dich dieses Pantheons gewachsen, seinen Meistern, so ziehe deine Waffe, Narr der Narren, und mögest du verdammt sein für deine Arroganz. Ich glaube, die Leute hier mögen mich nicht. Okay.
Also. Stimmt, der macht dir da Sachen. Ups. Gemacht, dass der komische Typ auf dem Thron im Hintergrund immer uns anschaut, in unsere Richtung und so. Zum Beispiel, wenn ich nach links gehe, guckt er nach links. Wenn ich nach rechts gehe, guckt er nach rechts. Das ist nice. So nach der Hälfte. Nach der Hälfte von dem Zeug, ich krieg mal kurze Verschnaufpause. Was mache ich dann? Der Typ da hier ist mit einer der leichtesten, einfachsten Bosse eigentlich. Wenn man sich die Zeit nimmt und... ...und ruhig bleibt.
Ja gut. Na, der. Weshalb kriechest du in dieses Pantheon, o kümmerliches Etwas? Wie du dich windest, so übertönet dein Getöse die göttliche Resonanz, auf die wir uns einstimmen. Erwägest du, unser heiliges Werk zu untergraben? Ist es der Neid, der dich so zu solch Tollheit treibet? Wir beten auf, dass die Götter dieses Königreiches dich bestrafen mögen, dich zerstören, dich vollends zermalmen. Krieche weiter, oh, kümmerlicher Narr, und mögen die Götter dich vollends zermalmen. O Götter von Hans Nest, offenbart uns eure Macht, mögen wir uns auf euch einstimmen und die höchsten Höhen emporsteigen. So, das ist ziemlich cool. In dem DLC dürfen wir die Nagelmeister selbst bekämpfen. Den Wirbelangriff, den habt ihr noch nicht gesehen gehabt. Es ist cool, dass die jeweils die Fähigkeit oder den Angriff haben, den sie uns dann auch beibringen. Drei Minuten und 8 Sekunden. Ja. Gut, jetzt haben wir das gemacht. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich die anderen beiden auch machen noch. Das interessiert mich nur kurz mit der einen Tür. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das da hier zu bedeuten hat. Aber nein. Ja, das ist im Endeffekt, soweit ich weiß, zum größten Teil des DLC. Hauptsächlich Bosse und so weiter. Ist ganz nice.
Geheiligtes Land, Stimme, Götter. Ich das mache. Naja. Macht Sinn, dass ich da wieder hinkomme. Gut. Okay. Ah ja, wenn wir einiges noch zu tun haben hier. Ja, wie gesagt, das ist komplett Endgame-Zeug. Jetzt habe ich meine anderen Talismane nicht zurück ausgerüstet. Naja. Aber ja, also man kann es natürlich auch schon früher machen, aber ich denke mal, gedacht ist es, dass man es relativ spät im Spiel macht. Und ja. Und werde ich auch machen. So, wir sind hier noch nicht ganz fertig in dem Bereich. Ich habe gesehen, mir fehlt ein Boss, den ich noch nicht habe. Machen wir den mal schnell. Talisman namens Egelnest. Egelnest ist, weiß nicht, vielleicht gut. Benutze ich eigentlich nicht wirklich. Der Talisman, den wir gerade eingesammelt haben, der wechselt unseren normalen Zauber, also den da hier. Wechselt der aus, und zwar speie ich dann sozusagen eine ganze Ladung an Maden oder so aus. Die nicht sonderlich weit fliegen.
aber dafür. Ich nehme halt an, ein bisschen stärker Sinn und halt. Sagen wir mal. Ähnlich wie eine Schrotflinte oder so funktionieren. Also halt, zumindest wie eine Schrotflinte in Spielen. Wo es halt auf kurze Distanz ziemlich viel Schaden machen kann, aber auf lange Distanz halt nicht wirklich was bringt. Ein Journal eines Wanderers. Unglaublich, wie viele davon du schon gefunden hast. Muss ganz weitere. Okay. Da. Sinn von Heiligenstein ist, du bist ein sehr talentierter Sammler. Okay. Drei Königsidole. Warst du bei den Überresten seines Palasts, sind unterhalb dieser Stadt im Grundgestein des Königreichs. Muss damals ein beeindruckendes Bild gewesen sein, jetzt ist davon nichts mehr übrig. Schon merkwürdig, es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes in diesem Gebiet, als hätte sich der ganze Ort einfach so in Luft aufgelöst. Habe mich schon oft gefragt, wie der König wirklich war. Abbildungen zeigen immer imponierende, gleißende Gestalten mit einer wildgezackten Krone. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ich glaube aber, dieses Bild wurde reichlich ausgeschmückt. Ein Herrscher, der Verehrung sucht, versteckt seine Makel. Wäre von Nachteil, wie ein gewöhnlicher Käfer auszusehen. Oh. Bei so vielen, wie du mir davon gebracht hast, werden die anderen Reliktsucher noch denken, ich sei ganz verrückt nach dem König. Ha, wer sollte das schon glauben? Sie werden nur neidisch auf meine Sammlung sein. Finde noch mehr für mich. Okay. Ein arkanes Ei für 1200. Arkanes Ei, was? Also das nenne ich alt. Solche Relikte sind der Stolz von Sammlern wie mir. Sie tragen ein Geheimnis in sich, aber es ist schwere, mühevolle Arbeit, es ihnen zu entlocken. Eine große Offenbarung lässt sich jedoch gleich erkennen. Diese Zivilisation mag zwar behaupten, sie sei die erste gewesen, doch es gab an diesem Ort schon etwas vor Heilands Nest. Jedes Ei gewährt einen kleinen Einblick in diese vergessene Zeit. Hm. Ich frage mich, ob der mit dieser... Also damit... meint, das, was vor dem jetzigen Heilandsnest da war, ob der damit diese Würm meint, oder die Würm zu dem jetzigen Heilandsnest gehören und vielleicht noch davor irgendwie was war. Keine Ahnung. Aber ja, das ist so schöne Hollow Knight-Lore, die nicht direkt so super genau erzählt wird, wie Dark Souls halt. Soweit ich weiß, sind die Würm-Dinger gewesen, die extrem alt sind. Eventuell mit die ältesten. In dem ganzen Zeug. Naja. So. Haben wir irgendwo noch einen Baum oder so? Ich brauche ja Essenz. Ich sehe keinen. Aber ich weiß, wo noch einer ist, wenn ich weiß, wie ich da hinkomme. Ah, doch, da ist noch ein Baum. Gut, gehen wir zu dem schnell hin. Dann überlege ich mal, wie ich nochmal in das eine Gebiet reinkomme. Das haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Komplett neues Gebiet. Ist nicht super groß, aber es ist sehr eigen.
So, die eine Mutter hat ja gemeint, wir sollen wieder kommen, wenn wir 900 haben. Das werde ich jetzt mit dem Zeug noch nicht schaffen. Ja. Mal gucken. Wenn ich mal hier bin, kann ich den einen Boss hier probieren. Vielleicht schaffe ich den ja. Mal schauen. Okay. Interessant, der macht nur einen Schaden. Was für Traumbosse eigentlich extrem merkwürdig ist, weil die machen standardmäßig, soweit ich weiß, 2 Schaden. Ah, es geht bis komplett durch, okay. Den könnte ich sogar schaffen. Er nennt mich Baka. Zack. Ja, tatsächlich. Okay, ich hab's jetzt eigentlich nicht erwartet, dass ich den Sieg. Ah, cool. Macht mir nichts aus. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich. Meine Freunde, wir werden alle zusammen sein. Essenz. Das ist nice. Es waren 300 Essenz, die ich von dem bekommen habe. Das ist anständig. Ja, cool. Gut. Nehme ich gerne.
glaube, ich muss hier lang. Ich habe aber keine Ahnung. Naja, komm ich nur dahin. Aber da waren wir auch noch nicht, okay. Aber es war eine Überraschung. Ich bekomme nicht oft Besuch. Das ist so lange her. Eine Ewigkeit. Ich hoffe nur, meine Manieren sind nicht eingerostet. Du hast ohne Zweifel meinen Wohlstand bemerkt. Du hast es erfasst. Ich bin bekannt in der oberen Kaste von Highlands Nest. Naja, ich war es. Einmal, bis diese Dummköpfe mich rauswarfen. Hast du sie getroffen, meine ehemaligen Kameraden? Das da draußen sind sie. Ihre Körper laufen geistesabwesend und leer umher. Und ich bin noch am Leben, um ihren elenden Untergang mit anzusehen. Ah, ich bin so froh, das Schicksal kann so wundervoll sein. Oh, kann es sein, ihr seid endlich zurück? Nein, nein. Nur verzeihen. Für einen Moment dachte ich, du wärst jemand anderes. Du schienst fast königlich. Einfältig, ich weiß. Es ist klar, dass du nicht von hoher Herkunft bist, so wie du zerlumpt und voller Dreck herumläufst. Ist das Leben nicht wundervoll? Dieser jene wird ohne Zweifel durch die Nägel der Stadtwache sein vorzeitiges Ende finden. Dich überlebe ich auch, kleine Larve, so wie alle anderen. Also ich muss mal kurz gucken. Weil mir fällt absolut nicht mehr ein, wo ich in dieses Sch oder wie ich in dieses Scheißgebiet reinkomme. Ich glaube, ich weiß wie. Mehr oder weniger.
Okay, Tiefnest muss ich mal weiter erkunden. Ja, Tiefnest muss ich weiter erkunden. Aber ich glaube, Tiefnest war der Ort, den ich überhaupt nicht mag. Muss man durch. Falsche Station. Wir gehen noch kurz zur Motte. Guck mal, was wir so für unsere Essenz bekommen. Und dann machen wir mal kurz Pause. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Traubennagel hält jetzt 900 Essenz in seinem Kern. Bist du über die vielen versteckten Träume dieses Königreichs überrascht? Ja, du fängst an, sie zu sehen, die Verbindungen zwischen uns und den Träumen, die wir zurücklassen, wie Spuren im Staub. Zeit ist gekommen zu lernen, wie du mit dir verbundene Orte wieder besuchen kannst. Oh! Halt den Traubennagel fest, Träger, und stelle dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir eröffnet. Ich glaube, da fehlt ein Leerzeichen. So, wir haben eine extrem nützliche Fähigkeit jetzt gelernt, das Traumtor. Was im Endeffekt sowas wie ein Teleport ist. Wir können irgendwo auf der kompletten Karte, egal wo, irgendwo einfach ein Traumtor platzieren und uns von überall aus an diese Stelle teleportieren. Das heißt, wenn wir uns irgendwo verlaufen haben zum Beispiel, können wir uns wieder zurück zu einem sicheren Ort teleportieren. Oder wenn wir zum Beispiel nur irgendwas Bestimmtes wenn wir irgendwo hingehen wegen irgendwas Bestimmtes, können wir hingehen, das Zeug machen und dann halt gleich sofort wieder wegteleportieren, ohne halt den kompletten Weg zurücklaufen zu müssen. Und ja, das ist extrem, extrem nützlich. Spart sehr, sehr viel Zeit. Traumnagel leuchtet so hell, weiter so, kehre zu mir zurück, sobald du 1200 Essenz gesammelt hast. Okay. Dieses Königreich ist voll von alten Erinnerungen, sowohl von schönen als auch von grotesken. Suche sie, offenbare sie und sammle Essenz. Okay, ja, die 1200 sollte ich auch relativ schnell zusammen suchen. Der einzige Nachteil an der einzige Nachteil am Traumtor ist, ach, das geht. Ja, okay. Wir können kein Traumtor im Inneren von Gebäuden platzieren. Also wir können nicht überall Traumtore platzieren. Aber ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo bin, kann ich das hier machen. Flup. Und dann bin ich wieder genau da hier. Ja. Der einzige Nachteil an einem ist, wenn man Traumtor benutzt. Also zu einem Traumtor reist. Dann kostet es eine Essenz. Daher
erstmal sparsam mit umgehen. Sobald man aber alles hat, was die Motte und so weiter einem gibt für so und so viele Cents, kann man, soweit ich weiß, problemlos benutzen das Zeug.